Herr Präsident, ich habe gegen den Bericht meines Kollegen Othmar Karas gestimmt, weil ich ihn für eine einzige Schaufensterpuppe halte. Wenn heute der finnische Ministerpräsident Katainen permanent von der Einhaltung von Regeln gesprochen hat, dann ist das so eine Regel, die hier vorliegt, die mit Sicherheit nicht eingehalten wird. Man hat schon ganz andere Regeln gebrochen. Ich denke etwa an die No-Bail-Out-Klausel oder an die Maastricht-Kriterien, die man nicht eingehalten hat und damit die Finanzkrise erst richtig angeheizt und ermöglicht hat. Es hat dieser Vorschlag zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten für Boni. Es ist einfach nur naiv zu glauben, dass mit dieser Regelung Bonizahlungen für Bankmanager, die sich an Spekulationen beteiligen, dass die verunmöglicht werden. Es gibt zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten. Es gibt keinen Kulturwandel im Bankensektor. Das haben einzelne Kollegen auch in der Debatte schon beklagt. Allein wenn ich mir anschaue, wie sich der ursprüngliche Artikel 90, der diese Frage regeln soll, im Vergleich zum jetzigen beschlossenen Artikel 90 geändert hat, dann sieht man, dass sich die Bankenmanager wieder gerichtet haben. Sie haben so viele Umgehungsmöglichkeiten hineinverpackt, dass diese Regelung das Papier nicht wert ist, auf dem sie stehen. Letztlich füttern wir weiterhin Banken durch, die man in Wirklichkeit pleite gehen lassen muss. Der einzige bereinigende Effekt, der eintreten würde, wäre, wenn Spekulanten ihre Spekulationen verlieren, wenn man die Banken pleite gehen lässt. Das ist das einzig wirklich Wirkungsvolle. Grazie, Herr Stadler. Vielen Dank, Herr Stadler. Fontenescu. Danke schön, Herr Präsident. Wir müssen die Finanzkrise überwinden, aber dafür ist Stabilität der Kreditinstitute und der Investinstitute erforderlich. Die externen Kosten müssen reduziert werden und